Ach hallo, grüßt euch zu den Kanal-News heute am Sonntag, den 11. Oktober 2020. Tja, die News zum Kanalgeschehen der letzten Woche haben wir heute ein paar kleine Themen. Fangen wir aber an mit dem Rückblick auf die letzte Woche. Es kamen zwei Videos raus von mir über das Thema Licht am Bike. Einmal am Montag war es das kleine Erklärbär-Video über das Thema, was sind Watt und Volt und was bekomme ich aus meinem Motor überhaupt raus. Videos verlinke ich euch gerade nochmal in der Videobeschreibung und genau nochmal oben in der Ecke. Das Video am Dienstag, das war das Video, das Unboxing mit der Lampe von Busch und Müller, dem Modell Space. Dass man einfach mal sieht, wie das Ganze geliefert wird. Da werden wir uns dann die nächsten Tage und Wochen noch ein bisschen näher beschäftigen damit und auch mal den Vergleich machen, wie gut oder wie schlecht die Lampe ist und was diese Lampe so eigentlich kann. Bin gespannt, aber ich kann euch sagen, ich bin schon mal mit ihr gefahren letzten ein, zwei Morgen zum Bäcker, wo es dunkel war und die Lampe tut sich gar nicht so schlecht an. Am Donnerstag gab es diese Woche kein Video, da ich ein klein bisschen Studio hier vorrichten musste, weil wir halt doch in der jetzt nasseren Jahreszeit sind und ich nicht immer raus kann zum Dreh von gewissen Folgen. Dementsprechend müssen wir halt auch mal hier im Studio bleiben, dass wir da ein paar Sachen dementsprechend aufnehmen können. Und da waren ein paar Vorbereitungen vonnöten. Unser Hauptthema heute, über was ich mich jetzt, wie soll ich es denn sagen, ich habe mich eigentlich ein klein bisschen geärgert oder vielmehr, ich fand es eigentlich ein bisschen komisch. Fangen wir von vorne an. Ich habe mittlerweile dieses Problem, dass diese Datenübertragung zwischen dem Kiox-Display und der Bosch E-Bike Connect App, naja, relativ unsauber läuft und die Verbindung Bluetooth eigentlich naja, nicht wirklich so rund läuft. Dann rief ich jetzt einfach mal, nachdem ich ja auf meine Mails nichts gehört habe, mal den Bosch Kundenservice selber an und dachte, okay, fragst halt doch einfach mal nach, ob was, wie Status Quo deiner E-Mails ist. Und dann bin ich eigentlich ein klein bisschen entsetzt. Also wenn irgendein Bosch-Verantwortlicher dieses Video sieht, man sollte dringend ein klein bisschen am Kundensupport von Bosch arbeiten, weil mein Eindruck war, man nimmt Kunden überhaupt nicht ernst und Probleme, die da sind. Ja, mir ging es so, ich kam bei der Dame am Telefon überhaupt nicht zu Wort, dass ich mein Problem mal schildern konnte. Ich wurde einfach totgeschwätzt, auf Schwäbisch gesagt. Unter dem Eindruck schon das ganze Gespräch, wie bekomme ich diesen nervigen Kunden, der ein Problem hat, schnell wieder los, fand ich äußerst schade. Aber gehen wir mal kurz in die Garage raus zum Bike, dass man zeigen kann, wo das Problem eigentlich hängt und wo das Problem mit drinnen hängt. Und bevor die Frage aufkommt, ich habe die Verbindung mit Bluetooth und mit meiner App schon mindestens 10-mal gemacht und es ist nicht besser geworden. Gehen wir einfach mal raus. So, jetzt sind wir hier in der Garage mal geschwind. Ich habe jetzt mal einfach mein iPhone 8 auf meinem Smartphone-Halter einfach draufgeschraubt. Unbekanntes Handy, ganz selten. Ziehen wir mal den Ladestecker ab vom Bike. So, das E-Bike geht auch dementsprechend gleich an. Und wenn ich jetzt einfach mal gucke hier in meinem Kiox-Display, habe ich natürlich hier, und natürlich ist gut, keine Verbindung zum Smartphone. Und dann schauen wir uns einfach mal geschwind ins Smartphone rein, machen das mal auf. So, durch einen Doppelklick auf den Home-Button schauen wir mal, welche Apps gerade alle offen sind. Und da ist unter anderem aktuell die E-Bike Connect App von Bosch am Laufen. Ich muss jetzt, damit ich eine Verbindung zum Smartphone hinbekomme, meiner Erfahrung nach, die App schließen und die App frisch öffnen. Kein Nutzer wahrscheinlich wird dieser Welt, wenn er sein Smartphone mit dem Kiox binden möchte, jedes Mal aufpassen, dass auch diese Verbindung mit dem Display funktioniert. Also ich muss einfach jetzt die App komplett mal schließen. So. Und jetzt komplett frisch öffnen. Wenn wir Glück haben, verbindet sich jetzt mit dem Kiox-Display. Genau jetzt macht er es.
Das Symbol in Orangeraum gleich noch schon beachten, auch wichtig. So, das ist eine Problematik und da an alle von Bosch, wenn es irgendeiner vielleicht einmal sieht, soll man vielleicht aufpassen, damit diese Kopplung vernünftig funktioniert und ohne Probleme funktioniert. Weil jedes Autoradio mit Freisprech koppelt sich mit meinem Smartphone problemlos. Das muss irgendwie funktionieren. Dann haben wir ein zweites Problem, was ich erfahren habe. Ich muss als Nutzer, wenn ich diese App vernünftig nutzen möchte, nach der Bosch-Aussage aufpassen, dass dieses Symbol hier, was diese GPS-Datenempfang sein soll, dass es immer weiß ist. Das darf nicht gelb sein, sondern es muss komplett weiß sein, dass überhaupt die Sache funktioniert. Finde ich wiederum schwierig. Als Nutzer habe ich nicht die primäre Aufgabe, eine Software zu überwachen. Die Software muss einfach da auch ganz klein ein bisschen was überwachen. Und dann passt folgendes, wenn das Symbol nicht mitten in der Tour nämlich dann orange wird, aus welchen Gründen auch immer, dann geht es mir nämlich wie hier, dass eine Tour, die relativ lang war, mittendrin, wie man es unten sieht, abgebrochen ist, weil die GPS-Daten auf Kiox nicht mehr ankamen. Komischerweise, auf dem genau gleichen Smartphone, im genau gleichen Moment, ist die Tour mit der Komoot-App sauber aufgezeichnet worden. Also, rundum, das kann jetzt Aufgabe vom Nutzer sein, dass der Nutzer aufpassen muss, dass die Verbindung zwischen Smartphone und im Display funktioniert. Und vor allem hier fing dann irgendwann mal ein Trail an, in den ich reingefahren bin. Also wenn ich im Trail bin, passe ich nicht mehr auf, ob die Verbindung auch wirklich steht. Da muss Bosch dringend nochmal ran und die Sache muss funktionieren. Also solange die Funktion derart schlampig funktioniert, ist die für mich jetzt einfach komplett raus. Ich werde die auch nicht mehr nutzen. Es macht einfach keinen Sinn, solange Bosch nicht wirklich sagt, wir bringen eine Lösung her, die funktioniert. Es kann nicht Aufgabe vom Kunden sein, dass der Kunde überwachen muss, wann sich die App mit was und wie verbindet. Das kann einfach nicht sein. Und ich bin auch ein ganz klein bisschen über dieses letzte Telefonat mit der Firma Bosch emotional ein klein bisschen traurig. Und für mich persönlich bin ich nimmer so arg nah dran, das nächste Bike von Bosch zu kaufen. Finde ich schade, weil das ist keine Art und Weise, wie man mit den Kunden am Telefon oder im Service dementsprechend umgeht. Sorry, muss ich einfach so sagen. Und ich denke, das kann man auch einfach mal dann mitteilen. Ich habe der Firma Bosch jetzt mehrere Wochen Zeit gelassen, sich zu äußern und das Problem vielleicht auch zu lösen. Oder einfach sagen, das kann man umschiffen mit so und so. Nur, dass ich die Bluetooth-Schnittstelle dreimal am Tag, jetzt übertrieben gesagt, neu starten muss, das kann nicht wirklich wahr sein. Kommen wir zu einem erfreulicheren Thema und das finde ich auch richtig klasse. Alle, die sich so mit dem Thema GPS-Logging ein bisschen beschäftigen, ich habe diese Woche mit der Firma PowerUnity, mit dem Stefan, ein super nettes Gespräch am Telefon gehabt, wo es um andere Sachen ging. Und da hat er mir gesagt, dass in der App eine neue Funktion dementsprechend freigeschaltet worden ist. Der, wo den GPS-Tracker von PowerUnity hat, hat die Möglichkeit in der App ein automatisches Sperren einzuschalten. Diese Funktion finde ich einfach genial. Das heißt, sobald der Tracker erkennt, dass mein Bike steht und dass quasi das ausgeschaltet wird, aktiviert er diese digitale Sperre automatisch. Ich muss da gar nicht mehr dran denken, die dementsprechend einzuschalten. Klar, ich muss wieder ausmachen, wenn ich das Bike hinlaufe, aber wenn es dann motzt, mag es dann auf jeden Fall dass es gesperrt war. Diese Funktion finde ich richtig klasse und da hat die Firma PowerUnity von mir auch wirklich 2 Daumen hoch dafür verdient. Wenn es noch geschafft wird mit PowerUnity, dass die Tourdaten automatisch übernommen werden in Komoot, dann finde ich das richtig, richtig genial. Und da kommen wir also einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche. Nächste Woche wird es ein klein bisschen gehen ums Licht am Bike und auch um das Thema Busch- und Müllerlampe, die Space, die wir jetzt gerade zum Testen hier haben. Die werden wir dann auch mal testen in unseren bekannten Flecken im Wald und werden die mal im Vergleich sehen, wie die sich dort von der Ausleuchtung so schlägt. Dann denke ich, wird es noch ein Video geben zu dem Thema E-Bike einfach immer laden. Wo kann ich mal, wenn es auch nur zur Not ist, mein E-Bike nochmal aufladen, wenn ich es dann nochmal vielleicht nachladen muss, wenn es auch nur eine Verlegenheit ist. Und dann wird es noch ein Video nächste Woche geben, das Thema GPS-Tracker von der Firma PowerUnity.
über das Thema Datenübernahme. Wie bekomme ich meine Tourdaten, die ich mit dem GPS-Tracker aufgezeichnet habe, die er ja eh automatisch aufzeichnet, in meine Komoot-App hinein? Finde ich ein spannendes Thema und eine super schöne Geschichte, dass man seine Tourdaten, die man eh aufgezeichnet hat, dann auch in Komoot veröffentlichen kann, mit Freunden teilen kann und mit all sämtlichen Möglichkeiten, die man dann da dafür haben möchte. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ciao.